Servus Leute und willkommen zu einem Equipment-Video. Ja, ihr habt sicherlich schon gedacht oder auch mitbekommen, leider ist der Schwedentrip wortwörtlich ins Wasser gefallen, denn wir hatten dieses Jahr so Pech mit dem Regen, das ist richtig, richtig ärgerlich. Also wirklich nach der zweiten Woche Regen haben wir dann gesagt, wir brechen es ab, wir wollten dann nochmal kurz in die Schweiz, aber irgendwie war dann auch bei mir die Lust gar nicht mehr da. Es gibt in diesem Jahr mindestens noch einen Motorradtrip, nämlich im Herbst. Das wird vielleicht sogar ein Solo-Adventure von mir Richtung Österreich oder Südtirol. Das seht ihr dann aber später und ich werde es eh über den Short oder über den Community-Tab quasi kommunizieren. Ja, in diesem Video möchte ich euch einfach mal mitnehmen, denn ich gehe davon aus, dass ihr überwiegend Motorradfahrer seid. Und möchte euch mal zeigen, was ich so eingepackt habe für 2 Wochen Schweden, Wildnis mit Wildcampen wohlgemerkt. Und vielleicht habt ihr ja auch ein paar gute Tipps für mich, was ich vielleicht hätte besser machen können, was ich vielleicht vergessen habe, wo ich euch vielleicht auf eine gute Idee gebracht habe. Und ja, dass wir uns so ein bisschen austauschen, denn ich war auf sehr vielen Motorradtrips, aber ich habe noch nie mit dem Motorrad gecampt. Ja. Da würde ich sagen, wir fangen an beim Top Case. Ihr wisst ja, ich habe eine BMW F650 GS aus dem Jahr 2002. Und das Top Case ist das originale Top Case, was dabei war. Und das Top Case ist bei mir immer die Anlaufstation für die schnellen Sachen. Das heißt, hier hole ich meine GoPro-Sachen raus, hier hole ich meine Drohnen-Sachen raus. Hier habe ich einen Snack drin, wenn ich einfach mal fix bei einer Pause fix was essen will. Und ja, fangen wir mit dem Topcase an und dann kommen wir zu den Seitenkoffern. So, hier haben wir den Boonie. Normalerweise habe ich ja meistens eine Kappe auf. Das liegt einfach daran, dass ich halt leider nicht mehr so viel Haare habe und da mittlerweile sonnenmäßig echt empfindlich bin. Normalerweise habe ich dann immer einen Cappy dabei. Für Schweden habe ich mir explizit einen Boonie gekauft, denn der ist wasserdicht. Wir hatten ich habe im Vorhinein schon in der Wetter-App gesehen, dass es in Schweden wohl irgendwann regnen wird. Und ich habe dann keinen Bock, mit der nassen Kappe rumzulaufen oder die nasse Kappe dann irgendwie im Gepäck zu haben. Zumal die Kappen manchmal auch kaputt gehen. Darum habe ich mir fix so einen Boonie gekauft, dass halt zum einen der Kopf trocken bleibt, zum anderen hat der aber auch so einen Rand außenrum. In Kombination mit der Regenkombi, die ihr später seht, hätte man dann einen relativ guten Regenschutz, wenn man dann irgendwo draußen sitzt im Camp. Ja, im Topcase sind natürlich auch die Motorradanbauteile drin, die nicht dauerhaft am Motorrad sind, also wie zum Beispiel mein Navi. Wenn ich mein Navi am Motorrad nicht benutze, weil ich es irgendwo parke, im Restaurant oder so, dann kommt es bei mir ins Topcase rein. Das heißt, hier im Endeffekt habe ich mein Garmin XT. Ihr wisst ja, dass ich das Garmin XT habe. Ist nicht das beste Navi auf der Welt. Es tut aber seinen Zweck. Es ist halt schön schnell bei der Routenberechnung und Co. Ich habe mir für Schweden extra noch die OpenStreetMaps draufgeladen. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich gebraucht hätte. Ich weiß nicht, ob die Garmin-Karte in manchen Bereichen wirklich schlechter ist als OpenStreetMap oder andersrum. Hätte ich dann gesehen, ist leider nicht zum Tragen gekommen. Ja, ansonsten habe ich hier immer noch meine Kabeltasche. Die Kabeltasche ist bei mir eigentlich immer am Lenker dran, wenn ich Motorrad fahre. Und zwar nur auf Motorradtrips. Es ist so, ich habe eine Stromsteckdose vorne im Cockpit drin, was normalerweise hier von Garmin benutzt wird. Wenn ich natürlich mit dem Motorrad unterwegs bin, ich will das ja alles auf Video und Co. festhalten, dann möchte ich meine Akkus da auch laden. Und darum habe ich hier immer das Kabelpack. Das heißt, zum einen sind hier Kabeladapter drin, zum anderen lade ich hier drin aber auch die Akkus zum Beispiel von der Drohne oder von der GoPro. Das Wichtigste ist im Endeffekt mein Y-Kabel, das heißt hier habe ich den kleinen heller DIN-Stecker, der am Motorrad verbaut ist. Der quasi so eine Lockfunktion ist, besser als dieser große Stecker vom Auto. Und hier habe ich dann nochmal 2 heller DIN-Anschlüsse. In einem Anschluss habe ich so einen Power-Socket drin, das ist so ein China-Adapter, der angeblich auch das Schnellladen unterstützt. Und der andere Socket ist frei, weil da dann im Endeffekt das Navi angeschlossen wird. Ich habe dann separat für alle Fälle nochmal einen Adapter. Das ist quasi beides, großer Stecker sowie kleiner Stecker. Und hier auf der anderen Seite ist auch so ein Ladegerät drin, allerdings für große Steckdosen. Ja, das heißt, wenn man mal irgendwo einen Leihwagen oder sowas hat, man kann immer alles adaptieren bei mir. Und so kann man dann weiter ein Gerät laden. Oder wenn mein Gerät kaputt geht,
bin ich immer redundant und kann nach wie vor weiterladen. Es hat ebenfalls USB-A und USB-C. Ansonsten habe ich dann die könnt ihr der Kirche zuhören. Ansonsten habe ich dann die Standardkabel, also die meisten Geräte bei mir sind tatsächlich mittlerweile USB-C, das heißt, ich habe ein USB-C-Kabel zum Laden. Ich habe aber auch ein USB-Mini-Kabel, denn das Garmin XT hat ein USB-Mini als Anschluss. Und wenn jetzt das mitgelieferte Powerkabel vom Garmin kaputt gehen würde, könnte ich mit dem USB-Mini-Kabel nach wie vor mein Navi benutzen. Ich habe ein USB-Mikrokabel auch dabei, denn am Helm habe ich mein Freecom Intercom und es wird leider mit Mini geladen. Und zum Schluss natürlich mein Lightning-Kabel, denn ich habe ein iPhone und auch meine AirPods dabei. Am Helm sehen wir, hier ist aktuell das schwarze Visier drauf. Wenn ich auf Motorradtour gehe, mache ich das klare Visier drauf, denn man kann mit dem dunklen Visier bei Dämmerung einfach schlecht fahren, bei Nacht quasi gar nicht fahren. Ich persönlich benutze dann lieber eine Sonnenbrille auf Touren, weil ich dann modular bin. Ihr seht, ich habe eine Brille, darum habe ich auch eine Sonnenbrille mit Dioptrien, beziehungsweise mit Sehstärke. Und somit, wenn die Sonne scheint, kann ich die Sonnenbrille anziehen, kann gediegen Motorrad fahren. Und wenn es abends wird oder wenn Abend wird, dann nehme ich einfach meine normale Brille und fahre damit klarem Visier und kann notfalls auch noch nachts fahren. Ja, ich habe hier ein Erste-Hilfe-Set drin, habe ich bei der BMW immer dabei und ist in manchen EU-Ländern auch Vorschrift. Ich weiß gar nicht, wie es in Schweden ist, aber Erste-Hilfe-Set ist eigentlich immer nice to have. Ja, ich habe hier oben meinen Wasserfilter drin. Ich habe mir für Schweden zuerst einen anderen Wasserfilter gekauft, so einen No-Name-Wasserfilter. Und zum Glück habe ich ihn hier ausprobiert, denn das gefilterte Wasser hat irgendwie total nach saurer Milch geschmeckt, war echt widerlich. Da habe ich das Ding direkt zurückgeschickt und habe mir dann doch tatsächlich einen Grail gekauft. Den gab es im Sale für um die 70 Euro. Und mittlerweile glaube ich, das ist einfach der beste Filter überhaupt. Das Coole an diesem Grail ist, man kann ihn auch trocknen und kann ihn dann in einem Jahr wieder benutzen. Das heißt, diese Filterkartusche ist nicht so eine Filterkartusche, die man, wenn sie einmal nass geworden ist, quasi wechseln muss. Nein, es steht ganz offiziell in der Anleitung drin, man kann den Filter trocknen. Dazu lässt man halt die Flasche offen und es dauert auch ein paar Tage, bis der trocken ist. Und kann ihn dann erstmal verstauen und kann dann in einem Jahr wieder benutzen. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, ich habe hier eine Taschenlampe drin. Das ist eine True Night TC12 V2 mit 1000 Lumen und das Coole an diesem Ding ist, ich kann es per USB laden. Also jede Lampe, die ich dabei habe, kann man mit USB laden. Ich habe hier eine Rahmenunterhalterung dabei, dass wenn das Navi komplett fehlt, dass ich nach wie vor mein Handy vorne montieren kann im Cockpit. Das habe ich nämlich normalerweise in der Tasche drin und könnte so notfalls navigieren. Ich habe immer noch eine Powerbank drin, denn das Handy lade ich ungern am Motorrad direkt. Im Normalfall lade ich am Bordstrom immer nur die Akkus, denn wenn da mal irgendwie eine Überspannung rauskommt von der Lichtmaschine oder so, dann kann das ein Akku besser abhaben als ein Elektrogerät. Also ein iPhone oder so, wenn mir dazu schadet, das könnte kaputt gehen. Ich habe noch zwei Feuerzeuge dabei, und zwar zum einen mein Zippo, weil Zippos einfach cool sind. Das Blöde ist natürlich, dass das Benzin bei Zippos sehr oft verdampft und darum habe ich hier halt einfach noch ein ganz günstiges Big-Feuerzeug dabei, dass es immer geht. Ich mag aber tatsächlich das Zippo besser, weil das kann man halt anmachen und kann es dann so ein bisschen weghalten. Das ist bei Gasöfen, wenn man die anzündet oder so, manchmal hilfreich, dass man sich die Finger nicht verbrennt, weil man weiß ja manchmal nicht, wie viel Gas da rauskommt. Und ja, da mag ich das Zippo tatsächlich lieber. So, ich habe hier mein Laserman noch drin. Das Laserman ist mein Multitool. Messer und so benutze ich tatsächlich überwiegend nur zum Essen oder das Brotmesser, also der Wellenschliff, um Brötchen aufzuschneiden. Ich habe hier aber auch ein T25 Torx-Bit drin, dass ich die BMW-Schrauben aufbekomme. Ansonsten habe ich natürlich in der BMW nach wie vor das Bordwerkzeug drin, wo ich mir auch helfen kann. Ich hätte dieses Mal kein separates Werkzeug mitgenommen. Mit dem Leatherman mache ich überwiegend alles, außer Holz schnitzen oder Holz rumspielen oder Brennholz machen oder so. Dafür habe ich separat hier noch ein Mora Knife. Das ist tatsächlich sogar ein schwedisches Messer, sehr lustig. Kostet nur 15 Euro, ist aber trotzdem Carbonstahl, also relativ hart. Ein tolles Messer, sehr stabil. Man kann auch
ohne Probleme mit Zwiebeln schneiden, ist richtig geil. Und wie gesagt, wenn das halt nach dem Holzschnitzen, wenn man ein Feuerholz macht oder so, kaputt geht, kaufe ich mir einfach ein neues. Und da opfere ich dann nicht meinen Leatherman. Ja. Ansonsten habe ich auch noch die GoPro drin. Ich habe ja die GoPro 11. An der GoPro 11 habe ich so einen Halter für diese Kappen. Also das kann man ans Kappenschild dran machen. Hätte ich ja bei diesem Trip gar nicht mitgenommen, aber das ist oftmals trotzdem cool, dass man die GoPro so halten kann. Ansonsten die ganz normalen Klebepads, wie man sie halt kennt, die man halt mal irgendwo dran bappen kann, um die GoPro zu montieren. Ich habe den Mic-Mod dabei mit so einer Art Deadcat hier. Denn ihr wisst, eine GoPro hat immer Windgeräusche, wenn es windig ist. Und das umgeht man halt mit so einem Mic-Mod. Ich wollte ursprünglich meine geile Sony-Kamera mitnehmen, aber wäre mir dann doch zu schade gewesen. Die GoPro hat auch sehr geiles Bild und mit diesem Ding hast du auch sehr geilen Ton. Ansonsten habe ich für die GoPro eine normale Ladeschale, auch mit USB-C, die ich dann hier an der Bordspannung laden kann. Und habe die Standard-Enduro-Akkus. Ja, hier noch ganz wichtig, Ersatz-SD-Karten, denn das 4K-Material, ich filme mir alles nur noch 4K, ist extrem groß. Und hier habe ich halt im Endeffekt 256 GB drin, also insgesamt 1 Terabyte. Und wenn ich dann doch so viel Drohne fliege oder so viel GoPro-Aufnahmen mache, dass die SD-Karten voll sind, kann ich hier SD-Karte wechseln. Ich habe vorher immer überlegt, ob ich einen Laptop mitnehme, ein kleines, leichtes, damit ich Filme rüberziehen kann. Aber im Endeffekt, eine 256er SD-Karte kostet aktuell um die 30 Euro und es nimmt keinen Platz weg. Das ist eigentlich viel sinnvoller. Zum Essen habe ich hier so ein Klappmesser. Und es ist tatsächlich richtig, richtig gute Qualität. Das fühlt sich auch richtig, richtig angenehm im Mund an, im Gegensatz zu diesem Bundeswehrbesteck, was ich ja auch habe. Und vor allen Dingen das Geile ist, es wiegt halt nur die Hälfte vom Bundeswehrbesteck. Ich meine, hier ist zwar auch noch ein Dosenöffner dabei und auch noch ein Brotmesser dabei, ist eigentlich überflüssig, da ich ja den Letterman habe, aber als Gabel und als Löffel ist das richtig toll. Hier habe ich noch so ein kleines GoPro-Stativ, das ich halt rausziehen kann, könnt ihr irgendwo hinstellen. Ist halt perfekt als Selfie-Stick oder als Zeitraffer-Stativ. Ich habe noch die Standardklemme für die GoPro und hier ist dann auch der Sattel, der später in diese Klebepads reinpasst. Hier meine Drohne, die DJI Mini 2. By the way, alle Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn euch da irgendwelche Details interessieren, dann klickt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Und lasst natürlich gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Ja, ich habe noch meine AirPods dabei. Mein 2 Wochen Wildnis kann einem vielleicht auch mal auf den Sack gehen oder so. Ich persönlich habe das ja noch nie gemacht. Ich war immer nur in Hotels, aber auch nie 2 Wochen lang. Und ich glaube, das ist manchmal ganz gut, wenn man seine Musik hat, dass man mal, wenn man vielleicht nicht so ganz gut drauf ist oder nicht so gut geschlafen hat, ein bisschen Musik hören kann oder vielleicht braucht man sowas auch zum Einschlafen. Ich weiß es nicht. Und ja, hier habe ich dann auch Plastikfolien dabei. Einfach nur für meinen Müll. Ich bin kein Mensch, der seinen Müll in der Natur lässt. Ich bin aber auch ein Mensch, der den Müll nicht gerne im Motorrad drin hat. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so eine Dose aufmache, sei es jetzt, keine Ahnung, irgendeine Suppe oder so, und esse das, dann riecht es natürlich und tropft das. Darum nehme ich dann lieber eine Plastiktüte, tue das in die Plastiktüte rein, mache einen Knoten rein und dann ist mein ganzes Gepäck vor den Gerüchen oder auch vor auslaufenden Sachen quasi sicher. Und im Endeffekt Papier kann man, oder Kunststofftüten kann man immer gebrauchen. Man sollte natürlich das nicht in die Umwelt werfen, ganz klar. Aber sowas kann man ja auch als Regenschutz missbrauchen. Ja, BMW Top Case ist somit schon leer. Das heißt, wir switchen jetzt fix. So, jetzt kommen wir zu den Koffern. Die Koffer kennt ihr auch noch gar nicht. Die habe ich nämlich quasi kurz vor dem Schweden-Trip bei eBay Kleinanzeigen noch für knapp 60 Euro geschossen. Das sind 2 Givi-Koffer mit dem Mono-Key-System, also auch dieser 3-Punkt-Aufnahme. Und das Einzige, was ich hier noch gemacht habe, sind solche reflektierenden Aufkleber drauf zu kleben, da die Koffer doch schon sehr weit rauskommen. Ich zeige hier gerade mal Fotos und ihr wisst selber, wie aktuell der deutsche Autofahrer drauf ist. Mit den ganzen SUVs sieht man eh nichts mehr und sobald dann Dämmerung ist, dann gehen solche schwarzen Koffer echt unter. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass dann irgendein Hohlbrot mich zumindest ein bisschen sieht und mich nicht über den Haufen fährt. Ja, gucken wir mal rein. Ich habe in den Koffern, jeweils im Koffer, hier so eine Kopflampe hängen. Das ist eine ganz günstige von Amazon, die andere ist vom Decathlon, die ist besser. Hat den Vorteil, also A kann ich beide Lampen mit USB laden, also alle Lampen von mir kann ich per USB laden. Aber wenn ich hier im Dunkeln an so einen Koffer dran gehe, mache ich mir einfach Licht an und sehe was, das ist halt richtig toll. Ja. Die Koffer wiegen ungefähr gleich viel. Ich habe jetzt beide meine Wäsche rausgenommen, denn die Koffer liegen jetzt schon ein paar Wochen.
Zum einen habe ich die Klamotten gebraucht, zum anderen habe ich dieses Video tatsächlich auch auf Englisch gedreht. Das heißt, falls ihr vielleicht keine deutschsprachigen Leute seid, schaut mal auf dem englischen Kanal vorbei. Hier werde ich alle bisherigen Videos mit Voice-Over hochladen und alle neuen Videos, je nachdem, welcher Kanal halt schneller wächst, entsprechend mit einer nativen Sprache versehen. Wobei mein Englisch nicht das Beste ist. Ja, ich fange mal hier an. Das ist der Equipment-Koffer quasi. Und als erstes habe ich hier einen Campingstuhl tatsächlich. Das ist auch das einzige Produkt, was ich auspacke, weil sonst wird es einfach zu lange Zeit dauern. Aber guckt euch mal an, wie klein dieser Campingstuhl ist. Und die Idee kommt tatsächlich auch vom Johannes. Und er hat da recht, wenn man den ganzen Tag auf dem Bike hockt, man ist dann abends in seinem Camp, dann hast du keinen Bock mehr irgendwie unbequem zu hocken oder so. Du warst den ganzen Tag auf dem Bike. Und deswegen ist halt ein richtiger Sitzplatz sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich, so ein Stuhl ist eigentlich übelstes Nobelprodukt. Kosten, meine ich, über 100 Euro. Das hier ist so ein China-Klon, China-Nachbau. Wiegt etwas mehr, ist aber trotzdem immer noch leicht und von der Stabilität finde ich ihn okay. Und ja, im Endeffekt, die ganzen Metallstangen hier, die sind mit so einem Gummizug ausgestattet. Das heißt, man kann hier überhaupt nichts falsch machen. Das Ding ist wirklich ruckzuck aufgebaut. So, das ist quasi schon das Stuhlgestell. Alle Stangen sind eingerastet. Und als nächstes kommt halt jetzt einfach dieser Bezug drauf. Der sieht so aus. Diese Laschen, die die Stangen halten, das ist halt im Endeffekt einfach nur ein bisschen LKW-Planer. Und den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. So, und das war es auch schon. Der Stuhl steht fest und ich muss auch sagen, er ist super bequem und er hält mich auch ohne Probleme aus. Ich habe aktuell wieder ein paar Kilos mehr und es geht wirklich ohne Probleme. Hat mich wirklich sehr überrascht. Als Gimmick für den Stuhl habe ich hier unten noch so eine, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Das ist im Endeffekt, macht man das an die kleinen Füße unten dran. Und dann hat man eine große Oberfläche und kann sich somit dann auf Sand setzen, auf Kieselsteine oder so. Wirklich nice to have. So, ich habe noch eine Baumarktplane dabei. Mein Plan war einfach, die Baumarktplane immer unter das Zelt zu legen, damit das Zelt geschützt ist. Man weiß ja nie, wie der Boden in Schweden aussieht. Vielleicht gibt es da Tannen oder Brombeerdornen oder so. Und die Planen sind ja gar nicht so teuer. Und ich habe einfach gedacht, das lege ich unter das Zelt, dass wenn da mal eine Dorne durchkommt oder so, dass das von dieser Plane abgehalten wird. Die wirkt halt nicht wirklich viel, ist aber stabil. Und dass das Zelt geschützt wird. Denn wenn halt eine Zeltwanne unten quasi ein Loch drin ist, dann würde ja, wenn es jetzt regnet oder so, vielleicht Feuchtigkeit reinkommen. Und je nachdem, wie blöd halt gerade der Schlafsack liegt, füllt er sich mit Wasser oder zieht das Wasser halt irgendwie auf und dann ist es nass. Ist halt ein bisschen doof. So. Als nächstes habe ich hier meine US-Flasche drin. Also ich habe zwei solche 1 Liter US-Flaschen. Ich finde die absolut genial. Sind nämlich ist ein leichtes Material. Die ist besser als die andere, die ich habe, denn hier hat hier sogar eine Skala drauf, wie viel Wasser drin ist. Also theoretisch können wir damit auch Wasser abmessen. Und das Tolle ist halt, die rollen nicht weg, weil sie halt so eine Nierenform haben. Ne? Die kannst du halt irgendwo hinpfeffern, rollt nicht weg und kannst da eigentlich auch überall immer reinschieben. Also ich habe die beim Motorradfahren immer dabei, bin da mega happy mit. Hier habe ich einen originalen US-Becher. Das ist halt auch ein super Becher, kannst du Feuer drunter machen, kannst ins Feuer stellen oder so, wenn du jetzt Wasser kochen willst und Co. Das ist der Original-US-Becher mit einem tollen Rand. Ich habe noch einen Nachbaubecher, der nicht so einen geilen Rand hat, aber dafür hat er einen Deckel, das ist halt perfekt zum Nudelkochen. Zeige ich euch gleich. Und ja, dadurch, dass das halt so perfekt ineinander passt, ist es halt auch super transportabel. Und es ist, ich glaube, Aluminium wiegt kaum was und das Gewicht macht quasi wirklich nichts aus. Ja, ansonsten, ihr seht schon hier drei Sachen. Das ist im Endeffekt Zelt, Luftmatratze und Isomatte. Quatsch, das ist Zelt, Schlafsack und Isomatte slash Luftmatratze, das ist beides das gleiche. Ich fange mit dem Zelt an. Das Zelt ist ein Bestsport-Ein-Personen-Zelt und ist schon sehr kompakt. Es ist nicht das leichteste,
Guckt einfach mal unten den Amazon-Link, da stehen die genauen Gewichtsangaben drin. Ich meine, so ein Premium-Zelt für 400 € ist natürlich leichter. Dafür kostet das nur 60 € und das Packmaß ist halt perfekt für so einen Koffer. Ich habe das noch ein bisschen getuned, denn ich habe die Stahlheringe, die da mitgeliefert werden, mit Aluminiumheringe ausgetauscht. So spart man auch noch mal ein bisschen Gewicht. Und die Aluminiumheringe sind eigentlich genauso stabil oder fast stabiler, weil die einfach dicker sind im Material als diese Stahlheringe. So, als nächstes habe ich dann die Luftmatratze und die war echt teuer. Das ist eine Thermarest Neo Air. Ich habe da um die 105 € bezahlt. Ja, man schläft halt drauf, da sollte man nicht unbedingt sparen. Da hat Johannes auf jeden Fall recht. Lässt sich auch super einfach aufpumpen. Da ist so ein Luftsack dabei quasi, wo man dann einfach füllt, zusammenknüllt und die Luft dann in die Matratze reinfüllt. Mega nice und mega gemütlich. Ich habe tatsächlich auch schon drauf gepennt. Und zum Schluss habe ich hier meinen Schlafsack. Ihr seht, geiles Packmaß, auch schön klein von Nordmut. Das ist wohl eine deutsche Firma. Die hat das Ding wohl in Deutschland entworfen, lässt es aber in China fertigen. Ich bin super zufrieden damit. Und wie gesagt, klein, leicht, hält trotzdem sehr, sehr warm. Ich glaube, die Komforttemperatur war 15 Grad, also eigentlich ein bisschen zu warm für Schweden. Weil wir haben ja aktuell Sommer und ich gehe davon aus, dass da relativ warm ist. Du kannst natürlich einen Schlafsack aufmachen, einfach als Decke benutzen oder so, das funktioniert schon. Bin damit aber relativ happy. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Und das Coole ist, dass die Hülle solche Bänder hat. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie so Pech hat, man hat 1000 Ameisen oder so am Campingplatz, kann man sowas dann notfalls auch in den Baum reinhängen, dass es halt einfach, sagt mehr, ist einfach von den Ameisen geschützt ist, bevor man es halt aufbaut. Ne? Die Sachen waren übrigens alle schon mal ausgepackt, mindestens dreimal ausgepackt. Und ich habe es wieder eingepackt und habe trotzdem dieses Packmaß wieder hinbekommen. Also das ist nicht so, dass es so eine Hülle ist, man packt es einmal aus und kriegt es dann nie wieder rein. Nee, das wurde schon mehrmals ausgepackt und ihr seht ja, also Packmaß bin ich wirklich begeistert. Natürlich geht es noch besser, es geht aber auch dementsprechend um einiges teurer. Ja, dieser Koffer ist auch schon leer. Nee, ich habe hier oben im Dokumentenfach noch zum einen Mini-Kabelbinder, den Kabelbinder kann man immer gebrauchen, gerade wenn man irgendwo eine Öse oder so ausreißt, weiß man ja nie, oder am Motorrad irgendwas scheppert oder so, kann man das damit festziehen. Und ich habe hier noch so eine Rettungsdecke dabei. Das ist eigentlich, sowas hat man auch im Verbandskasten. Das ist einfach nur so, wenn vielleicht durch irgendeine blöde Aktion alles nass ist und man friert sich nachts irgendwie den Arsch ab. Was im Sommer sehr unwahrscheinlich ist, hätte man sich damit quasi auch ein bisschen isolieren können. Da ich die eh in den Schubladen von alten Verbandskasten rumfliegen habe, habe ich die halt einfach eingepackt. Lieber haben statt brauchen. Ich meine, das nimmt jetzt nicht so viel Gewicht weg, das ist dann okay. Wie gesagt, das ist die super cheap Taschenlampe von Amazon. Was hier ein bisschen blöd ist, die erste Funktion ist weißes Licht statt rot. Das ist nachts natürlich super doof. Zweite Option ist dann helles Licht und die dritte ist erst rot. Eigentlich ist es schön, wenn die rote die erste Funktion ist. Die hat zwar einen Bewegungsmelder, was man eher vielleicht beim Angeln braucht, wenn man vorne Hände weht, dass er halt angeht oder so. Aber naja, im Endeffekt ist eine Lampe, kann ich per USB laden, reicht nachts locker. Die Koffer sind übrigens so beklebt, dass die Vorderseite weiß reflektiert. Das heißt, es kommt ja sehr breit raus. Dieser Streifen ist auch reflektierend. Das ist quasi die Seite. Der Koffer hängt ja so am Motorrad dran. Und hinten habe ich dann auf beiden Seiten rote Reflektoren, die halt, sobald hier Licht drauf kommt, entsprechend reflektieren. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Koffer. Ich hoffe, ich bin in diesem Video ein bisschen schneller als mit dem englischen Video. Mein Englisch ist nicht perfekt, deswegen waren da die Erklärungen etwas umfangreicher. Und ja, die Koffer wiegen ungefähr gleich, also ich habe das mit der Waage gemessen. Und ja, zweiter Koffer hat hier auch eine Kopflampe drin, dass es halt einfach nachts beleuchten kann. Wie ihr seht, die ist gut, die leuchtet zuerst rot. Und wenn die rote jetzt, also die Lampe, ein paar Sekunden an ist und ich drücke nochmal auf Power, dann geht jetzt nicht die weiße an, sondern sie geht einfach aus. Also das ist richtig geil. Hier im Dokumentenfach habe ich nichts weiter. So, und das ist quasi der Koffer für die Verpflegung. Ich habe im Endeffekt, falls man wirklich nichts zu essen findet oder kein Supermarkt, wo irgendwie eine Aufbackbäckerei da so drin ist,
Nudeln dabei, weil Nudeln kann man eigentlich immer essen. So. Des Weiteren habe ich hier meine zweite US Army Flasche, wie ich es eben schon gezeigt habe. Die ist nicht so geil, die hat nämlich keine Skalierung und das ist der nachgebaute US-Becher. Man hört es auch direkt, dass sofort alles klappert und das bleibt auch nicht fest drin. Also man kann es drüber stulpen, nimmt keinen Platz weg, aber es ist halt einfach nicht fest. Der eigentliche Vorteil von diesen nachgebauten Bechern ist, also ihr seht ja, dieser Rand hier ist gekröpft und ein bisschen scharfkantig. Also der ist nicht so geil wie der echte US-Becher. Das Tolle ist aber, für diese Becher gibt es Deckel und ich habe hier einen Deckel mit Löchern drin. Das heißt, man kann hier wirklich ganz schnell Wasser kochen, weil eben Deckel drauf kocht, das Wasser ja viel schneller. Dadurch, dass der Deckel aber Löcher hat, kann ich das quasi, also wenn ich da drin Nudeln gekocht habe, einfach so abgießen. Natürlich mache ich das nicht so, da will ich mir die Hände verbrennen. Aber wenn man einfach einen Stock hat und man tut einen Stock hier einfach in die Öse rein und ein bisschen gegenhalten, kann man wirklich sehr gut das Wasser abgießen und es ist ganz toll. Separat gibt es hier noch so einen Ständer, das ist ganz dünnes Aluminium, also das wiegt auch quasi gar nichts. Da ist dann auch ein Loch drin und hier Löcher für Luft. Das heißt, ich könnte jetzt ein kleines Feuer machen, kann den Becher dann so ein bisschen draufstellen und könnte so auch mein Wasser kochen. Das heißt, ich habe noch separaten, wie heißen diese Gasdinger, verdammt. Jetzt habe ich vor lauter Englisch vergessen, Gasstove, was sind der Deutsche? Gaskocher. Also wenn der Gaskocher leer ist, könnte man so mit einem kleinen Feuer, also wirklich minimales Feuer, auch noch notfalls Nudeln kochen. Passend zu den Nudeln habe ich dann auch Pesto eingepackt. Einmal das große Markenprodukt und einmal ein günstiges No-Name-Produkt. Wollte ich mal ausprobieren, weil das hat einfach nur 1 Euro gekostet. Und falls das Pesto leer gewesen wäre und ich halt immer noch nur Nudeln essen muss, weil es halt nichts anderes gibt, hätte ich hier noch so Trockensoße, die man mit Wasser anrühren kann. Ich bin eigentlich kein Freund von, weil die immer extrem salzig schmecken und gewürzt sind. Aber ich sag mal, wenn man trockene Nudeln isst, dient das so ein bisschen als Gleitmittel im Mund quasi. Oh Mann, ey, was ein Video. Ja, im Endeffekt, man hat halt ein bisschen Geschmack und die Nudeln sind nicht so trocken, das will ich eigentlich nur damit sagen. So, ich habe hier meine Regenkombi drin. Das ist quasi eine richtig, richtig große Regenhose und eine richtig große Regenjacke, die ich über meine Kombi anziehen kann. Das passt auch über meine Lederkombi, die mir leider dieses Jahr nicht mehr passt. Vorsätze fürs nächste Jahr sind schon gemacht. Ganz, ganz wichtig, Duct Tape. Die Allzweckwaffe schlechthin, damit kann man alles machen. Da braucht man im Teamplay dazu sagen, Duct Tape muss dabei sein. Ich habe separat hier noch Paracord. Das ist diese bekannte Schnur von dem Bear Grylls Survival Pussy, damals noch von diesem Männersender. Da durfte man ja sowas noch sagen. Und das ist quasi die Schnur, die schon echt stabil ist. Und man könnte die notfalls noch teilen, dann hat man da drin irgendwie 6 Fasern oder so. Sind 31 Meter, auch ein Amazon-Produkt, die günstigen, die es bei Amazon gab. Ja, für das Badezimmer im Wald habe ich hier auch verschiedene Sachen. Und zwar zum einen natürlich Klopapier, 2 Rollen. Auch immer mit dem Hintergedanken, dass es wirklich halt, wenn man in der Pampa ist, es gibt kein Geschäft außenrum. Ich gehe aber stark davon aus, dass es auch in Schweden eine Pampa-Geschäfte gibt, dass man sowas einfach nachkaufen kann. So, dann habe ich hier 2-mal feuchtes Toilettenpapier, was aber von der Umwelt abgebaut werden kann. Also das ist quasi von der Natur recycelbares feuchtes Klopapier, was man aber auch zum Händewaschen und so benutzen kann. Ja, also das ist nicht immer nur für diese eine Sache. Dann Deo, klar, wer mehrere Tage mal mit einer Motorradkombi gereist ist, irgendwann hat es halt einfach Gerüche, die nicht so toll sind. Damit kann man sich Abhilfe schaffen. Sonnencreme. Ich bin ein Mensch, ich brauche eigentlich im nordeuropäischen, mitteleuropäischen Raum keine Sonnencreme. Nur wenn ich halt wirklich im Süden bin, wo die Sonne ballert. Da ich noch nie in Schweden war, kann ich es nicht beurteilen. Deswegen habe ich mal Sonnencreme eingepackt. Anti-Moskito-Zeugs, das war laut Stiftung Warentest der Testsieger, war auch nicht ganz günstig. Dann habe ich hier spezielles Duschgel, was auch von der Natur abgebaut werden kann. Das heißt, damit kannst du halt wirklich im See, im schwedischen See, also die haben einen Haufen Gewässer, die auch echt klar sind. Also angeblich kann man das Wasser ja auch direkt aus dem See trinken, ohne dass man da Probleme kriegt. Ich würde das Teil trotzdem abkochen und im Wasserfilter trinken.
Damit kann ich da drin schwimmen gehen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme. Und genauso auch die Zahnpasta. Die Zahnpasta ist auch speziell ein Produkt, was von der Natur abbaubar ist. Sondern meine Plastikzahnbürste, die ich nicht da in die Natur werfen will, sondern eh immer mitnehmen. Die war letztes Jahr auch schon in Österreich dabei. Deswegen ist da Plastik bei mir eine ganz gute Wahl. Ja, hier haben wir den Gasbrenner, Gaskocher. Mein Gott, ey, von lauter Englisch jetzt. So, mein Gaskocher hat quasi die Billigkartuschen aus dem Baumarkt und ich habe hier einen Adapter, damit ich halt an diese Billigkartuschen diesen Gewindeanschluss bekomme. Es gibt ja auch, also in Deutschland gibt es ja mehrere Dosen, es gibt auch zwei verschiedene Gewindevarianten, die halt aber meistens das Doppelte kosten wie diese Billigbrenner, obwohl genau das gleiche drin ist. Und dieser Adapter schafft Abhilfe, der ist nicht ganz günstig, der liegt bei 50 oder 60 Euro. Das heißt, es lohnt sich nur, wenn ihr im Jahr entsprechend oft auch einen Gaskocher benutzt. Ich wollte das damals einfach mal ausprobieren und es funktioniert super, ist wirklich mega geil. Ich habe zwei Gaskartuschen dabei. Ich dachte oder ich denke, das sollte reichen in Schweden. Und wenn es nicht reicht, hoffe ich einfach, dass man entweder diese Kartuschen in Schweden kaufen kann oder entsprechend dann die teuren Kartuschen mit diesem Gewindeadapter, dass ich halt nach wie vor meinen Kocher benutzen kann. Ja, mein Gaskocher ist eigentlich auch nur so ein China-Produkt, der aber qualitativ echt sauber ist. Also ich habe damit auch schon oft gekocht, gefällt mir richtig gut. Den schraube ich einfach so zusammen, den kann ich noch hier aufstellen. Dann kann man auch wirklich einen richtig großen Kochtopf quasi drauf benutzen. Und der wird dann einfach nur entweder auf eine Gasflasche, also auf eine Gasdose mit Gewinde drauf gedreht oder halt hier auf meinen Adapter. Nur macht kurz, weil das Ventil jetzt offen ist. Und dann kann ich auch schon hier aufmachen. Könnt ihn anzünden, also das ist kein Selbstzünder, ich brauche ein Feuerzeug dafür und dann kann ich kochen. Super toll und super kompakt, ich liebe dieses Ding. Und wie gesagt, wenn Gas wirklich in der Pampa leer gehen sollte und ich habe keine andere Alternative, mache ich entweder ein Feuer, wobei in Schweden ist das ja mit Waldbrandgefahr und so auch aktuell sehr gefährlich. Aber mit so einem Becheraufsatz sollte das eigentlich funktionieren. Ich habe theoretisch hier auch Spiro-Brenner. Ich habe einen Esbit-Brenner von der Bundeswehr und Co. Die sind super toll, die Sachen. Aber man muss halt überlegen beim Motorrad, du kannst nicht alles mitnehmen und du hast halt keine Luxusküche oder einen riesen Kofferraum, wo das alles reinpasst. Und ich glaube, das ist so schon fast zu viel und eigentlich eine gute Kombo. Ja. Ich habe hier separat noch eine ganze Packung Instant Coffee, wo Kaffee mit Milchpulver drin ist. Normaler Kaffee, Kaffee mit Schokopulver. Aber auch einmal so Multivitamin-Tabletten, einmal Magnesium-Tabletten. Mein Plan war einfach dann jeden Morgen eine Multivitamin und ein Magnesium als Shot zu trinken. Einfach, dass man dann für die nächste Etappe muskeltechnisch quasi gestärkt ist. Ich meine, Muskelkater gibt es mit Sicherheit so oder so, aber das bietet halt theoretisch ein paar mehr Nährstoffe. Ich bin kein Arzt, ich weiß es nicht, aber das war so mein Gedanke, ein paar Nährstoffe, dass sich der Körper einfach wohlfühlt. Das meiste wird man davon wahrscheinlich eh wieder ausscheiden. Ja, ich habe hier noch einen Teller. Ist theoretisch überflüssig, weil man ja aus diesen Bechern essen kann. Aber er ist flach, er nimmt nicht viel Platz ab, weg. Er ist auch nicht schwer, der ist auch sehr, sehr dünn. Also man kann es auch so verbiegen. Zum Essen reicht's. Und ansonsten habe ich da noch Mikrofaserhandtücher. Zwei große, ein kleines. Das Geile bei den Mikrofaserhandtüchern ist halt, das ist ein großes wohlgemerkt, die kann man super kompakt zusammendrehen. Ne? Das eine ist jetzt nicht so sauber zusammengelegt, weil ich gerade eben ein Video in englischer Sprache gedreht habe. Aber im Endeffekt, ich kann das ja gerade nochmal auspacken. Die sind halt super geil. Damit habe ich damals im Allgäu auf dem Südtirol-Video, was ihr auf meinem Kanal kennt, auch drauf gepennt, nachdem das Hotel da so dreckig war. Und das Geile halt bei den Mikrofasernhandtüchern ist, wenn die nass sind, nachdem du halt im See dich sauber gemacht hast, dann hängst du das einfach irgendwo auf dem Ast oder auf dem Paracord auf und das Ding ist innerhalb von einer halben Stunde trocken. Ich habe da noch ein kleines fürs Gesicht oder wenn man mal Hände wäscht oder so. Und ja, das war's auch schon. Die Koffer sind leer. Mich würde jetzt wirklich mal eure Meinung interessieren und zwar wirklich eure Meinung, die wirklich schon gereist sind, ja. Ich bin kein Hardcore-Enduro-Fahrer, das heißt, ich kann nicht mit dem Rucksack fahren, wo nur irgendein Schlafsack und ein Tarp drin sind oder sowas. Das ist mir dann auch tatsächlich ein bisschen zu wenig Luxus und man muss es auch realistisch sehen. Geplant war wirklich 2 bis 3 Wochen.
quasi überwiegend Wildcampen, vielleicht mal in einem Feld oder so, aber überwiegend Wildcampen. Und ich glaube, dass da Johannes und ich relativ eine gute Auswahl getroffen haben. Wie gesagt, das war nur mein Equipment. Johannes hätte dann ein paar adaptive Sachen gehabt, wie zum Beispiel einen großen Nudeltopf, wenn man halt wirklich mal kochen will und so. Und hätte auch noch ein paar andere Sachen dabei gehabt. Aber ich glaube, ich hätte so relativ autark leben können. Wie gesagt, wenn du mitten in der Pampa bist, hätten keine Geschäfte offen oder so. Also mit den Nudeln hätte ich locker ein paar Tage nochmal ohne Geschäft irgendwo in der Nähe fahren können. Ich meine, du musst eh irgendwann zu Tankstellen, da gibt es auch mit Sicherheit dann was zu essen. Die haben zwar überwiegend Tankstellenautomaten, aber da wird ja irgendwo ein Geschäft in der Nähe sein. Und ja, das habe ich so für mich persönlich deklariert als das, was ich brauche, das, was minimal ist. Und ich konnte es leider nicht ausprobieren. Wie gesagt, das Wetter hat nicht mitgemacht. Ich werde jetzt im Herbst auf jeden Fall einen Motorradtrip machen. Also ich hoffe auch, dass es klappt. Entweder nach Österreich oder nach Südtirol. Und mein Ziel ist eigentlich der Rechensee. Das wollte ich eigentlich so als Vorabtrip schon machen, bevor es nach Schweden geht. Es hat leider nicht geklappt. Und mein Ziel ist es tatsächlich, einen Solo-Trip zu machen. Das heißt, wirklich mal alleine zu fahren. Ich bin bisher noch nie alleine im Motorrad gereist. Ich habe immer mit meinen Kumpels zusammen einen Trip gemacht. Und ich will einfach für mich selber mal wissen, ob das mir alleine auch Spaß macht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht gerne alleine ist. Und ich bin auch kein Mensch, der sich eigentlich allein in ein Restaurant oder so reinhockt. Ich will es aber trotzdem mal machen. Ich will einfach mal die Erfahrung sammeln. Und wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann einen Schweden-Trip sogar komplett alleine. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal eure Kommentare unten drunter. Was würdet ihr mitnehmen? Habe ich irgendwas vergessen? Wie gesagt, Klamotten waren jetzt hier nicht mit drin, die habe ich vorher schon raus. Und ich hätte noch ein paar Medikamente mit reingenommen, die habe ich jetzt auch nicht rausgenommen. Also so Standardsachen wie Aspirin, Ibuprofen, Pollen, Allergiemittel und so. Ja, schreibt mir eure Meinung, ich würde mich freuen. Lasst ein Abo da, somit supportet ihr den Kanal, den deutschsprachigen Kanal jetzt in diesem Fall. Und das tut dem Algorithmus gut, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich ein bisschen früher als der geplante Motorradtrip dann. Macht's gut. Ciao, ciao.